Stift. Den Stift. Kannst auch eine verrostete Verbandsschere nehmen. Ah, super. Bist du bereit? Guten Morgen zusammen. Bist du das, Georg? Meine lange Nase, mein Bauch, meine eleganten Oberschenkel, Beine. Und was ist das, deine Witz? Die Oberschenkel sind 2 Meter lang. Ja, das, ich habe erst mit der Schüssel angefangen und dachte, okay, jetzt muss ich ja über der Schüssel sitzen. Wir machen jetzt die Bodenaufnahme rein. Jetzt habe ich ein Holz, das wir hernehmen zum Draufschlagen, damit wir andere nicht zerstören und das Metall hier nicht kaputt machen. Mit Keilen klemme ich das leicht in die Ecke rein, damit wir es besser positionieren können. Moment. Ja, du hast es ja schon im Boden. Jetzt haben wir extra diesen Hammer gekauft. Müssen wir noch eins mal lassen, ja, ja. Oder? Also theoretisch müsste es passen. Versuch bitte immer das Holz zu treffen, das wäre gut. Bis das hier vielleicht zu kurz vom Boden ist so. Ja, ist gut. Kannst du schon mal einfreunden mit deinem Lieblingsfreund. Dein Lieblingsfreund? Der Hammer. Dann müssen wir schauen, dass alles passt in der Waage und dann entsprechend noch korrigieren. Ist der niedriger? Bisschen noch. Perfekt. Was ist, wenn wir zu tief sind? Dann bist du an den Tiefen geschlagen. Ach nein. Perfekt. Super. Oh, jetzt wenn es richtig gut passt, dann passt es ja auch. Ja. Nein. Yeah. Super. Hört man meinen Herzschlag damit? Ich bin schon ganz aufgeregt. Als nächstes machen wir jetzt die Längen von den senkrechten Balken ab. Ich habe jetzt schon ausgerechnet und jetzt wird es gekennzeichnet und dann abgesägt. Und zwar werden 2 Stück 2,56 cm und 2 werden 2,24 cm hoch. Ja, ist gut. Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen von meiner Mama. Da muss ich dann was hast du da? Das Mittagessen von meiner Mama, das ist ein ganz wichtiger Termin. Okay. Ich möchte meine Mama ja nicht enttäuschen. Verstehe. Das heißt, wir müssen davor fertig werden, oder was? Ja, mal kennzeichnen. Los. Die Schrauben machen wir erst später. Wenn dann seitlicher Druck auf die Balken kommt, dann wird das Holz auseinandergesprengt. Deswegen machen wir hier jetzt auf der Seite Keile, um die vorzupositionieren, bevor wir es dann genauer ausrichten. Bei Meter 99. Okay. Okay. Etwas Geduld. Wir brauchen Schraubennachschub. Materialversorgung dieser schwierigen Zeiten in der Corona-Zeit ist sehr schwierig gerade. Aber wir werden das lösen. Juan wird das Problem lösen. Jetzt passt. Und die 2 Zentimeter, die machen jetzt nichts aus. Nein. Der Bayerischen Bauordnung ist das festgeschrieben. Gut. Ich würde sagen, jetzt machen wir kurz Mittagspause. 20 Minuten. 20? 20? Nein. 20 Minuten? 25? 2 Stunden. Nein. 3/4 Stunde? 12:30 Uhr, okay? Ja. 12:30 Uhr. 12:30 Uhr. 12:30 Uhr. 26 Minuten Mittagspause. Danke und tschüss. That was it. Jetzt versuchen wir noch die minimalsten Abweichungen der Rechtwinkligkeit, der Position des Pfostens noch zu optimieren. Und der da unten, ich glaube, der passt, oder? Die kann man lassen, glaube ich. Jetzt gilt es darum, dass wir die Rechtwinkligkeit vom Gebäudegerüst definieren. Das machen wir mit einer Hestlatte. Schlagen wir jetzt einfach mal in den Boden rein, dass er festen Widerstand hat. Jetzt brauchen wir noch den Profischrauber, Juan. Na, jetzt machen wir die Position von dem ersten Tragebalken. Das ist von der Ebene unten 48 cm hoch. Die Kraft, die hier aufdrückt, übernimmt quasi diese Holzkante hier nach unten. Ja,
Als nächstes schneiden wir jetzt den Balken hier genau auf Länge, der hier reinpasst. Deswegen reicht es, bis der Horn fertig ist, und dann kann ich das Maß exakt nehmen. Oh! Den muss ich nachsägen. Der nächste Plan ist, jetzt machen wir die nächsten Querstreben, die eben nur unten ein bisschen zur Versteifung beitragen. Die werden zwischen den senkrechten Balken jetzt ausgeführt, einmal in der Quer und einmal in der Längs. Die dienen vor allem da später dazu, wenn man die seitliche Wand macht, damit man die Wand auch befestigen kann, hier auf halbe Höhe. Das ist gut. Und meinst du, von der Last her würde das nicht reichen, wenn wir jetzt das mit Winkeln machen? Ja, aber irgendwann wird das Holz vielleicht faulig, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, keine Ahnung. Und die Schrauben lassen nach und dann reißt es aus. Und wenn du es einsetzt, dann hält es eben dauerhaft. Das hält über Jahrhunderte. Siehst du, die alten Gebäude sind immer nur so eingesetzt. Also bei dem nächsten Schritt müssen wir jetzt da an der Unterseite noch die senkrechten Pfosten leicht auskerben, damit die Last vom Betreten des Bodens mit aufgenommen wird. Jetzt als nächstes kommen wir ziemlich zum Abschluss des Tages. Wir werden jetzt oben die Dachbalken reinmachen, draufsetzen, die zwei Stück erst einmal. Dazu hole ich jetzt mal die Stehleiter, damit wir oben raufkommen. Ich bin der Leiterträger. Was wir hier schauen, das sind jetzt ein Viertelholz, ne? Hier ist das Zentrum vom Baum. Ich glaube, der biegt sich dann so durch, ne? Zum Kern hin. Dann machen wir die Seite hier, die untere. Ja. 20 cm zu dir. Damit die Wetterseite möglichst geringe Stirnfläche hat, deswegen schlägt man die an. Also von der Optik her auch besser, wenn das so pralle, nackte Stirnfläche dir entgegenschaut, wenn du zum Dachstuhl hochschaust. Dir bestimmt schon aufgefallen, dass die Dachstühle immer unten angesteckt sind. Außerdem macht man das halt so, weil man es immer schon so macht. Jetzt sind wir hier bei den Bohrungen. Das ist einfach die Fixierung von den Erdhülsen zum Balken, damit es dann einfach auch den Windböen bis x Stundenkilometer standhält. Dann kommen wir gerade zur Beschreibung noch und Erklärung vom letzten Arbeitseinsatz. Wichtig war, dass man hier diese senkrechten, an den senkrechten und waagrechten Balken diese Zwischenhölzer haben, weil das einfach den seitlichen Druck, Winddruck aufnimmt. Zudem haben wir dann hier noch, hier bei der Eingangstür, hier kommt die Tür rein, diesen senkrechten Balken gestellt, bei dem wir dann hier oben auf den waagrechten Balken diesen Hilfsposten, Hilfslatte gemacht haben, um einfach die Ausrichtung der drei senkrechten Balken sicherzustellen, dass das in einer Linie ist. Das war wichtig, bevor wir die Dachschalung drauf machen, weil er sonst nicht ausgerichtet ist. Dann haben wir ja zudem noch hier die Schalung noch gemacht als nächstes. Mit 3 cm starken Brettern, natürlich aus Kleinzettelbacher Holz. Regionalität ist uns ganz, ganz wichtig. Die warten seit Jahren schon auf die Verarbeitung für dieses Projekt. Sind also gut abgelagert, trocken. Und zwar dann bei der Anordnung noch wichtig, dass wir hier den Überstand in den Norden relativ wenig haben. Weil in Norden kommt ja kein Unwetter, kein Wetter, Regen, Schnee hin, aber wenig. Meistens kommt es ja von Süden und von Westen. Deswegen ist im Süden natürlich deutlich mehr Überstand. Auch hier haben wir dann schon das zweite Brett runter, um einfach eine Stabilität reinzukriegen, um die Bretter mehr zu stabilisieren. Noch beim Dach war es dann noch wichtig, dass man die Regenrinne, hier kann man es ansatzweise sehen, geht in der Dachschräge eine Schräge hoch, dass quasi eine integrierte Dachrinne ist und es von Osten nach Westen ablaufen kann. Und vorne kommt dann die Regentonne hin, um das Wasser aufzufangen.
waagrechter Balken ist deswegen so hoch, weil hier vorne eben die Drahtkörbe kommen. Bei den waagrechten Balken haben wir hier noch die Schräge angebracht, um die Stirnseite zu reduzieren, damit einfach das Holz besser geschützt ist. Und auch, dann haben wir hier noch zusätzlich bei dem Überstand, wo hier der Waschplatz her ist, den man hier sehr gut erkennen kann, dass der überdacht und geschützt ist, haben wir hier noch an der Nordseite einen 80 cm Vorbau gemacht, der hier noch verschalt wird. Und haben das einfach stabilisiert mit dicken Stahlwinkeln an allen drei Seiten. Und man sieht, es hat schon eine sehr gute Stabilität. Dann beginnen wir jetzt dann heute mit dem nächsten Arbeitsschritt, mit der Verschalung an der Nordseite komplett. Da haben wir hier die Bretter vorbereitet, wir haben sie beflammt an der Außenseite. Innenseite wollten wir sie nicht beflammen, damit der Raum nicht zu dunkel wird. Bei der Sitzecke haben wir hier diesen waagrechten Balken reingemacht und auch noch befestigt, fixiert, dass er einfach die Last von den Sitzenden aufnehmen kann. Schräge Versteifungen kommen doch hier noch rein, um auf die Stabilität noch zu erhöhen. Die waagrechte Strebe haben wir jetzt noch reingemacht, einfach auch damit eine Befestigungsmöglichkeit für die Schrauben ist und auch die Stabilität erhöht wird. Also die Bodenplatte, wie gesagt, wird hier reingemacht und auf dieser Ebene hier ist eben die Sitzfläche. Da bin ich jetzt gerade dabei, die Aussparungen reinzubringen, um einfach diese Wölbung hier einzubringen, damit einfach der Sitzende möglichst bequeme Sitzstellung hat und möglichst vorne sitzen kann, wie es EU-normgerecht ist. Ich habe dann hier unten schon mal ausstabilisiert, weil einfach die Gefahr ist, dass die Bodenfeuchtigkeit, die von unten kommt, hier eindringt. Von oben ist es trockene Luft und somit verzieht sich der Boden so. Und den entgegenzuwirken habe ich hier noch Versteifungen reingemacht. Wenn wir das soweit fertig haben, dann kommen da noch die senkrechte Wand noch am Schluss. Der Deckel wird jetzt positioniert, nur drauf liegt in der Konstruktion, so wie in der Position sein muss. Dann kommen jeweils links und rechts davon dreieinhalb Bretter, die direkt mit der Konstruktion verschraubt werden, zwei hier und zwei hier, damit der mobile Deckel, der quasi von den drei Stationen benutzt werden kann, komplett da reinpasst. Dann müssen wir die anderen Blinddeckel sozusagen exakt das gleiche Maß haben wie diese Aktionsdeckel. Sonne scheint, das T-Shirt ist schon durchgeschwitzt. Perfekt. Passt schon so. Ja, da fehlt noch die eine Bluse und da ist der komplette Deckel noch anzufertigen. Dann ist er noch eingeleimt, kann er fest werden über Nacht und dann morgen früh kann man es reinlegen. Jetzt machen wir die Wasserleitungsinstallation in-house. Das kommt hier vor, da müssen wir jetzt nach innen wandern mit dem Bügel hier. Den habe ich schon vorbereitet und das dann entsprechend verlegt. Einmal dann hoch hier den Wasseranschluss hier für das Außenbecken. Dann höher für die Dusche, die dann wo der Schlauch aufs Dach kommt, damit die Sonnenerwärmung eben, Solar-Thermieanlage installiert wird, weil hier daneben dann die Dusche noch installiert wird, die nächsten Tage, Wochen, Monate vielleicht. Und dann geht es weiter hier innen im unteren Bereich rüber für das Waschbecken im Innenbereich eben. Das Spannende bei der Wasserleitungsinstallation ist dann, wenn alles fertig ist, kann man Wasserdruck drauf geben,
Und dann hofft man, dass alle Anschlüsse dicht sind. Wenn einer nicht dicht ist, muss man alles wieder zerlegen. So, und schon ist das Gewinde drauf. Da kommt jetzt Hanf drauf. Hanf dient dazu, damit es abdichtet. Aufquillen kann ein bisschen in der Bohrung, in dem Gewinde und abdichtet, hilft der Abdichtung, dass er sich besser gleitet beim Einschrauben des Gewindes. Mhm. Die neueren sind so, aber wir wollen ja das Oldschool verwenden. Hat das einen Grund? Was? Dass du jetzt die Oldschool verwendest? Ja, die sind einfach da. Ressourcen nutzen. Der Vorteil von den neuen ist, die sind gummiert. Das führt dazu, dass die Fließgeräusche vom Wasser nicht aufs Gebäude übergehen, weil das ist, denke ich, hier untergeordnet. Ja. Deswegen nimmt man die in Zukunft, inzwischen. Aber wir wollen das wahre Leben spüren. Beim Gewinde draufschneiden ist immer so, da muss man überlegen, schafft man noch Umdrehung ganz rum oder nicht, weil rückwärts drehen ist immer, da hat man schon verloren praktisch, weil dann wird es wieder locker. Auch mit einer Hand halten kannst. Klar doch. Außen reinführen. Ja, genau, jetzt. Ups. Ah! Im Winter ist es der tiefste Punkt, dann geht es nicht ab, dann friert es auf. Oh shit! Oh. Mann, war da vorne dran gedacht. Sagst du auch nichts? Ja, nö. Gut, das musst du doch sagen. Das geht nicht. Ich war zu sehr abgelenkt mit meiner Kamera. Das tut mir sehr leid. Aber ab geht's schnell. Ja! Geht doch. Juhu! Was kleinst du? Aber noch nicht fest dran machen, Georg. Ja, doch, aber jetzt will ich es nicht richtig rummachen. Ja, passt schon. Wir wollen ja nichts verkehrt machen, ne? Dass wir keine doppelten Arbeiten haben. Ach so. Wir wollen ja vermeiden. Ja, ja. Jetzt haben wir es in die Waagerechte gegeben oder leicht anfallend. Wichtig ist ja, dass man darauf achtet, dass es am Schluss mit Gefälle verlegt wird, damit das Wasser komplett zurücklaufen kann und im Winter eben nicht gefriert. Das sieht halt überhaupt nichts. Bist du heute witzig, hä? Ja, geil. Sagst du wahr? Nur das Zentrum finden, mehr nicht. Die 28,5. Und Georg? Richtige Position? No frali, perfekte Position. Ab hier geht's mit dem Kunststoffwasserschlauch weiter. Für die Solaranlage geht dann hier hoch. Dort raus und irgendwie aufs Dach hoch. Hey! Ja! Super! Also nachdem wir jetzt die Wasserleitung erfolgreich installiert haben, getestet haben, abgedrückt haben und noch kein Wasser rausläuft, können wir uns jetzt an einen Abfluss machen. Das ist folgendes, wir haben hier einen Abflussrohr. Und wir haben hier außen ein Waschbecken geplant und innen ein Waschbecken. Das heißt, wir haben einen Ablauf und brauchen zwei Abschlüsse. Wir wollen aber das über einen einzigen Siphon laufen lassen. Einfach um nur einen Pflegesiphon zu haben. Einen, den man nur im Winter warten muss, ablassen muss und so weiter. Um die Folgearbeiten zu reduzieren. Das Wasser zum Händewaschen geht darüber, geht hier an der kleinen senkrechten Kante entlang
Hier geht jetzt die Zuleitung, also der Abwasser rein, geht rein, geht dann hier rüber und da in den einen Abfluss weiter. Somit erreicht man, wenn man beim Händewaschen wäscht, Wasser fließt, dass hier Spüleffekt da ist und also der Geruchseffekt minimiert wird. Wenn die Leute ihre Hände nach dem Toilettenwaschen, natürlich, vorausgesetzt. Jetzt haben wir heute schon wieder ein bisschen weiter geschafft. Wir haben an den Abfluss gearbeitet. Das ist ein Gefälle eingelegt für die vier Station, also vier Waschbecken und die drei Toilettenanlagen. Die haben wir jetzt reingemacht, haben hier stabilisiert, damit es auch gut im Gefälle bleibt. Der Schlauch muss jetzt noch abgelenkt werden, entsprechend. Dann wird er im Prinzip hier reingestöpselt. In der entsprechenden Länge. Diese Position ist immer exakt die gleiche Position, Abstand zur Mittelachse der jeweiligen Genussstation. Und somit ist sichergestellt, dass bei der gleichen Schlauchlänge das immer gut abläuft. Hier sieht man, jetzt habe ich die Latte noch hingemacht, damit die senkrechten Wände auf der begehbaren Seite einen Widerstand haben. Das Waschbecken noch anzuschließen und dann ist es die Anlage benutzbar. Hier läuft's. Jahrhunderthochwasser. In der Toilettenanlage. Oh. Ach, das trifft sich gut. Der Kameramann ist auch mal wieder da. Sehr schön. Hallo. Ja, es geht weiter. Wir haben jetzt hier ein bisschen was weitergemacht die letzten Tage. Das fängt an, dass man hier die Türverkleidung oben fertig gemacht haben. Also kann man hier noch mal detailliert anschauen. Hier. Da sieht man die Faserführung, die oben eben bei der Tür weitergeht, in dem oberen Bereich, dass es eben schön gleichmäßig durchläuft. Man kann auch hier gut sehen, den Verschluss. Da war mir eben wichtig, dass es keine Türklinke ist, sondern eben ganz einfach und schlicht, dass der von innen und von außen der gleiche ist, sodass eben verhindert wird, dass jemand reingesperrt wird aus Versehen oder aus Absicht, wie auch immer. Wir haben das Protest gemacht, damit eben ein leichter Zugang ist, möglich ist. Auch für die etwas kleineren und nicht so großen Schritte machen können. Hier sieht man zum Beispiel auch schon sehr gut das Schilfgitter. Also hier kann man dann sehen, dass es innen einfach hier aufgehängt ist mit Schrauben, sodass es eben wirklich ganz leicht montierbar ist. Und da kann man mal reinigen oder dergleichen machen. Da haben wir eben hier noch Halterungen für die ersten Badetaschen, Handtücher, Krawatten. Der Besenhalter ist auch ein ganz wichtiges Instrument, dass der fest hier installiert ist, der bleibt hier. Dann sieht man hier jetzt unsere schöne Fensterreihe. Wir fangen natürlich schön an mit unserer stylischen Frankenflagge mit den schönen Zacken. Hier ist eine ganz köstliche Birne. Genau. Und das hier könnte ein Apfel sein. Und da haben sich schon bei dem nächsten Fenster haben sich die Gelehrten schon ein bisschen heiß diskutiert, was es denn sein könnte. Aber es sollte eine Himbeere sein. Genau. Okay, dann können wir nach außen gehen und es uns von außen nochmal anschauen. Das sieht man jetzt von außen. Das sind wir schön die vier Fenster, die wir haben, Fensteröffnungen. Machtete Flammen am Schluss und man die Fläche mit dem Schleifpapier von Hand kurz nochmal abschleifen. Einfach um die schwarze Oberfläche, die rußige Oberfläche abzubrauen. Nicht, dass man sich, wenn man sich anlehnt, an schwarze Hände hat. Aber das ist eine ganz schnelle Sache, nur kurz drüber gehen mit der Hand. Ohne Maschine.